Wir sind heute hier im X-Store in der Zentralschweiz. Mein Name ist Anselm Zessler und wir möchten euch heute die Montevideo Airjacke vorstellen von X. Das ist eine Adventure- und Tourenjacke, die es in der Kombination mit einer Hose gibt. Jetzt kommen wir aber zur Jacke, zur Montevideo-Jacke und schauen mal, was kann denn die Jacke? Grundsätzlich, wie wir schon gesagt haben, für Tourenfahrer, Adventurefahrer, eine sehr robuste Jacke mit einem kräftigen Polyamid-Außenmaterial mit Lederdopplung an den Schultern und an den Ellbogen. Das gibt nochmal zusätzlichen Abriebschutz. Komplette Protektorenausstattung, also Ellbogen, Schultern und auch im Rücken ist alles serienmäßig drin. Alles Level 2, das ist sozusagen die höchste Norm, die man haben kann. Die Jacke kann man kaufen in der Version als Sommerjacke. Dann ist die mit großen Belüftungsflächen hier vorne zu öffnen, auf den beiden Seiten. Und hinten kann man auch die komplette Rückenseite runterklappen und hat dann ein luftiges Meshmaterial. Das heißt, die geht perfekt für den Sommer. Und man kann die Jacke aber auch mit einer Innenmembran ausrüsten. Das ist eine Soltotex-Membran oder auch eine Gore-Tex-Membran. Und dann hat man seine wasserdichte Tourenjacke und ist sehr flexibel, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist. Armweitenversteller, wasserdichte Taschenkonstruktion, also eine perfekte Tourenjacke für die Reise. So, die Jacke gibt es natürlich in verschiedenen Ausführungen, Farben, die gibt es in Schwarz und die gibt es mit Neongelb. Die gibt es aber auch ohne Leder, für denjenigen, der nur eine reine Textiljacke haben möchte. Das heißt, es gibt eine große Vielfalt. Natürlich auch überall dazu die passenden Hosen mit vergleichbaren Funktionen. Und wer mehr noch darüber erfahren möchte, der schaut einfach mal auf x.com. Und alternativ, wer die wirklichen Geheimnisse dieser Jacke jetzt kennenlernen möchte, der bleibt dran, steigt jetzt nicht aus und ich zeige euch jetzt noch, was alles an Geheimnissen in dieser Jacke drin steckt. So, und jetzt schauen wir uns die Details von der Montevideo Air Jacke mal an. Wenn wir mal außen rum gehen, das Leder haben wir schon erwähnt, besonders sicher. Eine richtig gute Kernfunktion ist natürlich die Belüftung. Die fängt hier am Arm zum Beispiel an, dass man hier natürlich Belüftungsöffnungen hat. Man kann hier oben natürlich auch an der Brust diese Tasche so öffnen. Dann haben wir hier ein luftiges Meshmaterial, was auch Belüftung gibt. Wenn es aber jetzt so richtig heiß ist und ich bin unterwegs, das kennen wir ja mittlerweile auch in den heißen Sommern, kann ich auch hier die Reißverschlüsse ein Stück runterziehen, löse das oben, klappe die Tasche nach unten ein. Und schon habe ich den ganzen Bereich hier luftig oder luftdurchflutet mit einem Meshmaterial. Ich kann aber natürlich auch sagen, ich will eine komplett luftige Jacke haben. Dann klappe ich einfach alles nach unten runter, lasse es hinter der Tasche verschwinden und ich habe eine mega luftige Jacke. Auf der anderen Seite natürlich das Gleiche und am Rücken kann man auch die komplette Rückenseite nach unten wegklappen. Und ich habe eine echte Sommerjacke, wobei die Sicherheit nach wie vor gegeben ist, weil das Leder und das Außenmaterial und die Protektoren ja alle am Ort sind. So, dann gibt es so Kleinigkeiten, worauf wir natürlich bei X in der Entwicklung achten. Das ist zum Beispiel der gummierte Knopf unten an den Taschen. Wer da einen Metallknopf hat, der zerkratzt sich ganz leicht den Tank beim Auf- oder Absteigen oder auch beim Fahren und dann ärgert man sich. Das heißt, wir achten auf solche Kleinigkeiten auch. Oder ich habe mein Handy in der Tasche und muss jetzt den Druckknopf zudrücken. Dann drücke ich immer aufs Display und das kann ich ja auch beschädigen. Also haben wir uns Gedanken gemacht, wie ist der Druckknopf befestigt? Und ich kann jetzt hier einfach drunter greifen und den Druckknopf schließen und muss keinen Druck auf den Körper oder auf die Tasche auswirken. So, dann habe ich natürlich zwei Armversteller noch. Damit kann ich den Protektor besser fixieren. Die Jacke flattert auch nicht beim Fahren. Das ist eine wichtige Funktion. Dann für die Weltreisenden, die haben uns mal den Wunsch geäußert, dass unsere Jacken so eine kleine Tasche hier dran haben. Da steckt man einfach hier außen die Kreditkarte zum Beispiel rein. Und wenn man jetzt irgendwo Autobahngebühren oder ähnliches zahlen muss, hat man die immer griffbereit, muss nicht die Jacke öffnen, Portemonnaie rausholen, Kreditkarte. Die ist immer direkt parat am Mann. Was haben wir vorne noch? Reflektoren sind natürlich wichtig, dass man auch bei Dunkelheit gut gesehen wird. Und wenn ich mit der Jacke rumlaufe, Dann haben wir hier so ein kleines Gummi eingesetzt. Ich kann hier diesen Kragenverschluss eben wegstecken, damit ich den nicht immer so vorm Gesicht stehen habe. Dann achten wir zum Beispiel auch darauf, dass wir oben am Kragen hier, sehen wir hier dieses kleine schwarze Polster eingesetzt und hier oben auch die schwarze Kante, dass wir hier
keine Naht oben drauf haben, sonst hat man immer diese fiesen Scheuerkanten am Hals, was sich nicht gut anfühlt. Und dadurch, dass hier keine Naht ist, ist das eben halt sehr komfortabel und weich. So, wichtiges Detail sind auch diese Lockzipper. So ein High-End-Reißverschluss von X. Wenn der einmal eingerastet ist, kann der sich nicht mehr öffnen. Das ist auch ein Sicherheitsaspekt. Wenn ein Reißverschluss offen ist, läuft er einfach auf. Gut ist, wenn ich die Handschuhe anziehe, das kennt jeder. Normalerweise ist hier so ein Dreieck eingenäht. Wenn ich den Armverschluss öffne, dann kriege ich den Handschuh nicht leicht unten drunter gestopft. Hier kann ich es einfach zurückschlagen, ziehe den Handschuh an, schlage es wieder vor, Reißverschluss zu. Ich muss nicht mehr stopfen und fummeln. Ein riesen Vorteil. So, dann schauen wir nochmal von hinten drauf. Die Belüftung habe ich euch schon erklärt. Hinten haben wir noch eine große Tasche, wo man auch mal eben größere Sachen drin verstauen kann. Reflektor natürlich auch. Und dann haben wir hier oben noch einen kleinen Schriftzug. Da steht Helmet Hook und da steckt auch noch ein Geheimnis drin. Und zwar mache ich mal den Reißverschluss auf. Und das ist für diejenigen, die lange im Regen fahren. Also das passiert ja auch, wenn ich auf einer großen Tour bin, dann regnet es. Und ich habe im Grunde genommen hier die Möglichkeit, eine Sturmhaube unterm Helm zu tragen. Und der Vorteil an der Sturmhaube ist, dass die im Nackenbereich hier wasserdicht angeschlossen ist. Und dadurch läuft zwischen Helm und Jacke kein Wasser mehr rein oder kein Regen mehr rein. Und ich fühle mich wirklich wohl während der Fahrt. Und vorne, seht ihr, ist das alles schön geschlossen und wird einfach im vorderen Bereich an diesem kleinen geheimnisvollen Haken befestigt. So, im Inneren haben wir natürlich noch eine ganze Menge Taschen. Die brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Aber wir haben eine extra Handytasche, wir haben normalen Taschen, wir haben eine Napoleon-Tasche, wo ich auch mal eben schnell was reinstecken kann. Das heißt, eine ganze Menge an Taschen, die ich eben halt auf der Reise brauche und wo ich meinen ganzen Kram unterbringe. So, und jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir nochmal in die Jacke innen rein. Wir können die hier öffnen mit dem Klett. Ihr seht so die erste Wassersperre hier schon, dass der Regen eben halt nicht direkt durch an den Reißverschluss kommen kann, sondern der wird hier nach unten abgeleitet. Dann kann ich die Jacke öffnen. Und hier, hatte ich vorhin schon erwähnt, haben wir im Grunde genommen eine Membran, die man einbauen kann, eine wasserdichte Membran. Ihr seht das hier auch an dem blauen Reißverschluss. Der ist übrigens auch praktisch, weil man dann die Reißverschlüsse beim Zumachen nicht verwechselt. Blau auf Blau, Silber auf Silber und Schwarz auf Schwarz. Das ist perfekt. Und diese Membran kann man eben halt in die Jacke einsetzen. Das ist die Soltotex-Membran und die hält 100% wasserdicht. Ihr habt natürlich auch den Verbindungsreißverschluss zur Hose, komplett umlaufend. Also das komplette Programm ist für diese Jacke möglich. Ihr könnt die aber auch als reine Sommerjacke kaufen, ohne Membran und je nach Einsatzbereich, wie ihr es möchtet. So, und alternativ zu der Soltotex-Membran besteht auch die Möglichkeit, eine Gore-Tex-Membran einzusetzen für die Wasserdichtigkeit. Und diese Innenjacke hat dann nochmal den Vorteil, dass ihr die einfach in der Freizeit auch noch tragen könnt. Oder man kommt irgendwo auf der Tour an und hat dann im Grunde genommen noch eine zweite wasserdichte, atmungsaktive Jacke, die man in der Freizeit tragen kann. Und wenn es jemanden gibt, der wirklich im Winter durchfährt, normalerweise ist es nicht nötig, der kann dann auch noch diese Thermosteppjacke wiederum in die Jacke mit einknöpfen. Die hängt dann auch fest drin. Kann man auch in der Freizeit tragen. Aber ansonsten wäre das nochmal was für den echten Winterfahrer, womit er schön mollig warm unterwegs ist. So, und zum Abschluss möchte ich euch noch den Tipp geben. Geht mal auf x.com. Da findet ihr die Montevideo-Jacke mit in den ganzen verschiedenen Varianten, also auch mit Leder, ohne Leder. Es gibt sie mit Membran, ohne Membran, in verschiedenen Farben, die passenden Hosen dazu. Und es ist wirklich ein richtig gutes Produkt. Hat übrigens auch einen Test in der Motorrad gewonnen, den Red Dot Award gewonnen. Also die kann richtig was. Und ich freue mich, euch bald wiederzusehen.